Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online. Heute werden wir die Hauptstory-Quest machen, das lange Spiel. Die ist von der Diebesgilde und dafür müssen wir jetzt gleich wieder zurück nach Abbas Landung und dort diese Quest annehmen. Vorher laufen wir hier aber noch ein bisschen über Yus Flur, über die neue Insel, einfach um ein bisschen von dem Gebiet zu sehen, weil für die Quest sind wir nachher sehr viel auch in der Stadt. Da werden wir also nicht so viel von der Gegend sehen. Und hier sieht es richtig schick aus, so mit einem kleinen Wasserfall, mit einem kleinen Fluss, der hier ins Meer fließt. Und richtige Felsklippen, irgendwelche interessanten Formationen hier. So, jetzt sind wir auch unten, ohne zu sterben. Sehr schön. Und wir wollen zu dem Auge, bevor wir dann auch die Quest machen. Ich will nämlich diesen besonderen Punkt dort erkennen, wo wir da hingehen. Also freischalten, damit wir den dann in den Errungenschaften irgendwann haben, weil man kriegt ja auch Errungenschaften, wenn man alle Points of Interests gefunden hat, also die wichtigen Punkte auf so einer Insel. Und hier, das ist ja so eine Halbinsel, die geht ja so ein bisschen was aus dem Dolchsturzbündnis nach Süden. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier hin müssen. Da soll irgendwo das Auge sein. Ja, das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Wow, was für eine Felsstruktur, was für Schätze. Prinz Yus versiegeltes Grabmal. Wow, das ist doch mal cool. Hier können wir uns ja mal kurz aufhalten, klauen dem ein bisschen was an Gold oder was es sonst hier so gibt. Schattenlederschoner, naja gut, das ist hier jetzt nichts Besonderes. Aber hier, Elfenbein, jawohl, das bringt's doch schon mal. Das sind 100 Gold gewesen, die wir da gerade gefunden haben. Und jetzt machen wir uns auch langsam auf dem Weg zur Quest. Ich denke mal, hier wird es bald auch eine Quest geben. Da müssen wir auch dann hier hin. Oh, da ist auch nochmal eine schicke Statue hier links. Irgendwie ein Adler, ein Greif oder ein Vogel oder sowas war das. Aber das gucken wir uns auch alles dann nochmal genauer an, wenn wir hier für die Quest haben. Wir werden ja wohl hier zu dem Bereich nochmal auf jeden Fall hin müssen. Und da vorne geht es zur Heizahngrotte. Das habe ich aber schon im letzten Let's Play gemacht. Deshalb nehmen wir jetzt die Quest an. Ich habe gerade erfahren, dass Saira euch sehen möchte. Ein Handelsfürst namens Kosch hat Silberkralle aus seinem Lagerhaus vertrieben. Saira glaubt, Kosch habe es auf sämtliche Hehlergeschäfte abgesehen, die unsere Gilde früher kontrollierte. Saira sollte im Nest sein. Ich würde sie nicht warten lassen. Der Name ist mir neu. Aber wir behalten die Handelsfürsten auch nicht mehr so genau im Auge wie üblich. Wer es auch ist, er scheint sehr ehrgeizig zu sein. Die ganze Zeit! Unser alter Gildenmeister Nikolas war ein Meister darin, sie gegeneinander auszuspielen. Sie verbrachten so viel Zeit damit, sich gegenseitig misstrauisch zu beäugen, dass sie unsere Blicke gar nicht erst bemerkten. Sie sind Magnaten, die vorgeben, Abbas Landung zu regieren. Sie kaufen und verkaufen von und an jeden. Deshalb laden die Piraten ihre Waren in diesem Hafen aus. Wenn man ihnen all ihren Reichtum nähme, wären sie kaum mehr als Banditen. Doch all das Gold sorgt dafür, dass sie sich für Adlige halten. Gut, jetzt haben wir schon mal mehr erfahren. Also, es geht um einen Handelsfürsten namens Kosch. Und dieser Handelsfürst hat Silberkralle seine Lagerhäuser gestohlen. Wir haben dieses Lagerhaus vorsmal schon durchgeschaut und haben dort das Hauptbuch für Silberkralle geholt. Und was die Diebesgilde jetzt aber damit zu tun hat und wer dieser Handelsfürst ist, das wissen wir jetzt eigentlich immer noch nicht so wirklich. Also das müssen wir uns nochmal angucken. Ich habe hier gerade für 1000 Gold Kopfgeld bezahlt und deshalb habe ich jetzt Wiedergutmachung bekommen als Errungenschaft. Ihr seht es hier. Bezahlt auf einmal 1000 Gold oder mehr, um für eure Taten gegen Bürger Tamriel zu sühnen. Das wollte ich jetzt einfach mal machen. War natürlich schade um das ganze Geld, aber ihr habt ja gesehen, das hat eine Errungenschaft gebracht, die man sich teuer erkaufen musste. Okay, jetzt werde ich hier mal so ein bisschen schieben und verhehlen, also verkaufen. Den Gürtel hier muss ich schieben, sonst kann ich den nicht weiter benutzen oder weiterverkaufen. Und den Rest, den verkaufe ich alles hier an den Hehler. Also den Gürtel wollte ich dann eher im AH verkaufen. Und da kommen die nächsten Sachen, die ich im AH verkaufen will. Nämlich den Flammenstab der Mutter der Nacht.
und den Bogen der Mutter der Nacht. Der Rest kann wieder alles so verkauft werden. Das ist jetzt alles nur ganz normaler, gestohlener Kram. Und da haben wir die Schatzkammer des Handelsfürsten als Errungenschaft bekommen. Mal gucken, wofür es das jetzt gab. Da gucken wir jetzt gleich auch in der Errungenschaft. Und hier haben wir jetzt noch blaue Items, die ich gestohlen habe. Die geben nochmal 250 Gold pro Item. Also jetzt habe ich die 1000 Gold wieder raus. Und dann gucken wir doch mal die Errungenschaft, die wir gerade bekommen haben. Das ist diese hier. Erhaltet im Diebesnest von Abbas Landung 4000 Gold durch den Verkauf von Gegenständen bei Hehlern. Ja, 4000 Gold haben wir auf jeden Fall schon bekommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, da sind schon ein paar Hunderter mehr dazu gekommen. Okay, und nun zu Zaira für die Quest. Weiter geht's. Da seid ihr ja. Erinnert ihr euch noch an Silberkralle, den Freund von Welser? Er ist ziemlich dankbar, dass ihr sein Hauptbuch zurückgeholt habt. Anscheinend hat er die Ohren nach Neuigkeiten über diesen Handelsfürsten namens Kosch offen gehalten. Als Kosch das Lagerhaus von Silberkralle übernommen hat, schnappte er sich damit auch sämtliche Hehlergeschäfte, die wir kontrollierten. Und wenn er es schon auf unsere alten Geschäfte abgesehen hat, ist die Chance recht groß, dass er sogar noch mehr will. Skomahandel, Sklaverei, Dinge, die wir nie angerührt haben. Bevor wir Kosch einen ordentlichen Tritt in die Geldbörse verpassen können, will ich, dass ihr herausfindet, wie sehr er sich schon die Hände schmutzig gemacht hat. Ich habe die anderen vorgeschickt, um etwas Vorarbeit zu leisten. Fangt mit Schleicht leise an. Sucht am Hafen nach ihm. Ich habe Quen auf eine eigene Mission geschickt. Welser auch. Sie hat mich nicht mal in Frage gestellt. Sie hackt bestimmt wieder irgendetwas aus. Als Nikolas noch Gildenmeister war, überzeugte ich ihn davon, die Geschäfte mit den Skoma-Händlern aufzugeben. Ganz gleich, was ich von diesem Gift halte. Es ist einfach schlecht fürs Geschäft. Und die Diebesgilde hat nie mit Sklaven gehandelt. Einer der wenigen Punkte, in denen Welser und ich einer Meinung sind. Nicht genug. Einige der Handelsfürsten ziehen es vor, im Verborgenen auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, während enge Vertraute aus ihrer Dienerschaft in ihrem Namen die Geschäfte tätigen. Dann offenbaren sie sich wie ein Käfer im Pudding. Doch was Kosch auch immer vorhaben mag, er verbirgt sich nicht mehr im Schatten. Jetzt haben wir es gehört, Kosch kommt aus den Schatten und wir wollen dem Ganzen auf den Grund gehen. Dafür werden wir jetzt die Quest weitermachen. Erstmal gucken wir hier noch ein bisschen, ob es noch eine neue Quest im Diebesnest gibt. Mit ein langes Spiel oder das lange Spiel. Könnte ja sein, dass sich noch eine andere Quest freigeschaltet hat. Hat sich aber nicht. So, hier muss ich gerade nur ein bisschen Taschendiebstahl machen. Das war für eine andere Quest. Die habe ich aber schon lange erledigt. Ja, ihr seht, zupfende Finger. Dafür muss man dann Items stehlen. Und das habe ich jetzt gemacht. In Gratwald. Und habe, ja, jetzt die erste Quest erledigt, also den ersten Questschritt, und ihr seht, erfüllt ein Ziel, kehrt für eine durchschnittliche Belohnung ins Diebesnest zurück. Dadurch, dass ich also einen Schritt erfülle, gibt es eine durchschnittliche Belohnung. Wenn ich den nächsten Schritt erfülle, gibt es natürlich auch eine größere Belohnung. Ich könnte jetzt also noch nach Grünschatten gehen, dort noch mehr stehlen. Ich kann jetzt aber auch zurück ins Diebesnest und mir die normale Belohnung holen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie lange ihr Lust habt zu stehlen. Umso weniger ihr stehlt, umso kleiner ist die Belohnung, aber Hauptsache etwas. Ein paar Exp in der Diebesgilde will man ja immer machen, damit auch die hochgelevelt wird. Also jetzt erstmal dazu wieder genug. Gehen wir also zurück in die Diebesgilde und haben die Quest nun abgegeben oder wollen sie jetzt gerade hier abgeben. Sprecht mit Kari im Diebesnest. Braucht ihr eine Quittung? Das habt ihr. Ich schätze, wir werden sehen, wie gut sich diese Schausteller aufs Improvisationstheater verstehen. Hier ist eure Bezahlung, plus ein kleiner Bonus, damit ihr damit nicht zu Andari geht. Jetzt gibt es also Gold und eine kleine geschobene Lieferung. Wenn man die öffnet, da ist ja dann immer ein bisschen was drin und das kann man dann natürlich auch verkaufen. So, und jetzt gucken wir mal, was dort drin war. Dafür müssen wir hier in die Verbrauchsgüter und drei Beutel mit Nägeln. 3x40 Gold. Das war jetzt nicht so der Hammer, aber besser als nichts. Und da gibt es auch schon den nächsten Auftrag am Brett. Die schalten sich also immer wieder frei. Und was müssen wir jetzt? Ja,
Gerüchte, die wieder durch die Gegend fleuchen. Verbrechensserie. Okay, das ist die nächste Quest. Und dafür sollen wir in Geschäften und verschlossenen Häusern nach Wertkassetten suchen. Und das auf Auridon. Also in einem ganz bestimmten Bereich sollen wir Wertkassetten knacken. Na gut, da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Wir machen weiter das lange Spiel. Darüber hatten wir eben schon gesprochen. Das hatten wir eben angenommen. Und die wollen wir heute auf jeden Fall ein bisschen weiterbringen. Dafür müssen wir nun schleicht leise am Hafen finden. Und hier sind wir auch schon am Hafen. Und da vorne ist auch schon schleicht leise. Ihr kommt genau rechtzeitig. Was hat unsere geschätzte Gildenmeisterin euch erzählt? Gut, denn ich habe etwas gefunden. Der Kapitän der Traumschlange war immer schon an schnellem Geld interessiert. Selbst für eine Piratin ist sie schlampig, sodass sie das ideale Opfer für Kosch ist. Sie und ich haben eine unschöne Vorgeschichte. Haltet sie lieber fern von mir. Sie trifft sich in der Nähe mit einem Kontakt. Sie neigt zur Prahlerei. Warum sucht ihr euch nicht ein ruhiges Plätzchen und hört euch an, was sie zu sagen hat? Aber der Kapitän ist ein Gewohnheitstier. Sie bewahrt ihre Dokumente immer in der Traumschlange auf. Schaut dort nach, falls ihr keine Lust habt, jemanden zu belauschen. Sammelt so viele Informationen, wie ihr könnt, und trefft euch dann mit Quen in der Nähe des Hafens. Sie hat zwar ihre eigene Aufgabe, wird aber zweifellos eure Unterstützung brauchen. Ich habe dem Kapitän mal erzählt, ich wäre ein reicher Prinz, der ein Schiff sucht, um seine Schätze zu transportieren. Da ließ sie mich ihre Schmuggelverstecke an Bord inspizieren und ich räumte sie daraufhin bis auf das letzte Hemd aus. Nun ja, nicht ganz. Die Augenklappe, die habe ich ihr gelassen. Ein Harpyien-Ei. Die sind einfach zum Speien. Ich käme nie auf den Gedanken, wirklich eines von denen zu essen. Aber sie sind auffällig genug, um von mir abzulenken. Die Leute sagen, guck dir diesen Argonia mit diesem widerlichen Harpyien-Ei an. Und nicht, schau mal da, dieser Argonia hat einen hervorragenden Modegeschmack. Tja, Ablenkung ist alles. Und nun müssen wir ein Ziel erfüllen. Entweder belauschen wir Captain Evany oder wir stehlen Captain Evanys Logbuch. Eins davon müssen wir machen. Und ihr seht schon auf der Map, auf dem Schiff hier, da sollen wir das Logbuch stehlen. Wir könnten sie aber auch belauschen gehen. Und ich bin jemand, der hat jetzt keine Lust, da einzubrechen. Geht nun also mal belauschen, was sie so zu erzählen hat. Weil der Captain wird ja wohl irgendwas wissen. Da vorne ist auch schon die Markierung auf der Map. Und da sprechen sie schon. Schleichen wir mal ran. Eure Leute müssen mit Kosch gesprochen haben. Wir waren auf See. Warum einem Händlerfürsten, der einen Anteil will, von unserem Skoma-Lieferanten erzählen? Sei's drum. Kosch verlangt, dass ich allein in die Zitadelle von Noshira komme. Ins Hauptquartier des Eisenrads? Was hat er denn mit dem... Nein, sagt es mir nicht. Ihr trefft ihn besser, bevor er uns beiden Soldaten des Eisenrads nachschickt. Okay, jetzt haben wir schon mal was vom Hauptquartier des Eisenrads gehört. Das hört sich ja auch schon mal ganz interessant an. Und sollen nun Quen am Hafen treffen. Also müssen wir jetzt erstmal wieder Quen hier finden. Haben aber schon ein bisschen mehr Informationen erhalten. Mal gucken, ob Quen was über dieses Hauptquartier weiß oder über weitere Informationen verfügt. Jetzt müssen wir nur noch finden, wo sie so ist. Ja, da oben ist ein schleichender Spieler. Aber das ist nicht Quen. Quen müsste irgendwo hier auf der Ebene sein, würde ich sagen. Aber wo? Ich sehe sie gerade nicht. Ah, da hinten. Auf der Kiste sitzt sie. Okay. Saira meint, ich soll auf euch warten, wenn ich fertig bin. Nun, ich bin fertig. Das überflutete Viertel, in dem Velsa lebte. Die Leute dort wussten nach der Flut nicht, wo sie hin sollten. Einer der Vorarbeiter auf der Werft bot ihnen Arbeit, Nahrung und einen Platz, wo sie unterkommen konnten. Das habe ich Saira auch gesagt. Wisst ihr, was sie mir antwortete? Hätte Zulguk,
auch nur einen Funken Anstand im Leib, würde er ihn sich herausschneiden und ihn verkaufen. Ich wüsste längst, was er vorhat, wenn Saira mir trauen würde. Aber ich darf bloß die Lage auskundschaften, während ihr den lustigen Teil übernehmt. Sulguk hat ein Treffen mit einem kaiserlichen Kunden in einem Gasthaus in der Nähe vereinbart. Es könnte sich lohnen, es zu belauschen. Oh, das Gasthaus hat ein Zimmer an Ventilias Proximus vermietet. Einen kaiserlicheren Namen habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich der Kunde. Das Schloss des Zimmers wirkte unpassend. Sucht Velsa auf, sobald ihr fertig seid. Sie trifft sich mit Silberkralle in seinem Laden. Wusstet ihr, dass er einen Laden hat? Ich frage mich, was er verkauft. Es ist nichts. Es ist nichts. Wie könnte es anders sein? Es ist so schwer, all das hier wirklich ernst zu nehmen. Wenn ich an der Akademie mehr gelernt hätte, hätte ich auch schneller meinen Abschluss gemacht. Er wäre gekommen, um sich die Zeremonie anzuschauen. Er wäre nicht da gewesen, als... Ihr habt recht. Danke, Partner. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und hier haben wir nun das Gleiche schon wieder. Erfüllt ein Ziel, belauscht den kaiserlichen Kunden oder durchsucht das Privatgemach von Ventilias Proximus. Und ich glaube, die sind hier irgendwo. Da ist die Markierung. Ah, da stehen die beiden. Und ich muss in das Versteck hinter dir. Okay. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber eigentlich bin ich sehr beschäftigt. Ihr hättet niemandem von unserer Abmachung erzählen sollen. Ich brauche eure Freiwilligen für meine Experimente. Ich würde meinem Lieferanten niemals das Geschäft verderben. Woher wusste Kosch von unserem Geschäft? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ihr keine warmen Körper mehr liefern könnt, suche ich mir wen anders. Dann betet, dass ich aus der Zitadelle von Nushirat zurückkehre. Wenn Kosch etwas mit dem Eisenrad zu schaffen hat, sind wir beide tot. Die nächsten Informationen. Die Zitadelle von Nushirat. Okay, was das ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Da müssen wir wohl aber demnächst mal hin, würde ich sagen. Und nun sollen wir Velsa im Laden von Silberkralle treffen. Der hat uns schon vor ein paar Stunden gesagt, als wir vor der Diebesgilde standen, dass wir ihn in seinem Laden mal besuchen sollen. Bis jetzt habe ich aber nicht gewusst, wo der Laden hier sein soll. Der Hafen ist ja ziemlich groß, aber jetzt sehen wir es. Hier ist der Laden von Silberkralle. Makellose Waren heißt der. Schnell, wir müssen reden. Wie schade, dass ich euch mein Willkommen entbieten muss, denn ich bringe höchst unglückliche Kunde. Was ich euch schon bald eröffnen werde, wird euch sehr beunruhigen. Dafür möchte ich mich in aller Form und in aller Demut bei euch entschuldigen. Ah, der Ausdruck in eurem Gesicht ist unverwechselbar. Er sagt, wenn ich eurem Gesicht einmal die Worte aus dem Mund nehmen darf, Friede sei mit dir, mein außerordentlich gerissener Handelsfreund. Atme zuerst ein paar Mal ordentlich und ganz entspannt durch. Ehe du mir verrätst, um was es geht. Ein. Aus. Ein. Aus. Velsa ist in die Zitadelle von Nushirat aufgebrochen. Sie zwang mich bei unserer langen und profitablen Freundschaft zu schwören, dass ich dies keinem offenbare. Doch euer gründliches Verhör ließ mir keine Wahl. Ich weiß nicht, warum sie zum Hauptquartier des Eisenrats gereist ist, aber ich sorge mich um ihre Sicherheit. Ich möchte natürlich, dass ihr ihr nachgeht. Aber ihr seid so auffällig. Das Eisenrad wird gleich wissen, dass ihr fehl am Platz seid. Dann ist es also beschlossene Sache. Ihr werdet euch mit dem prächtigen Perseus Locke im diamantenen Fingerhut treffen. Er wird euch dabei helfen, eine passende Verkleidung zu erhalten. Sagt ihm, dass ich es war, der euch geschickt hat. Velsa hat mir zugesichert, dass sie die Außenbereiche der Zitadelle von Nushirat nicht verlässt. Sie hat es mir zugesichert. Oh je, sie wurde gewiss schon gefangen. Ein geschätzter Freund. Doch das war er nicht immer. Einst waren wir ernste Rivalen bei der Einfuhr von feiner Seide. Doch er stellte sich als guter Sieger heraus und entlohnt mich bis heute für jeden, den ich an ihn weiterempfehle. Ehrlich gesagt ist er also ein ehemaliger Rivale, aber recht großmütig. Und jetzt haben wir heute viel gesehen. Jetzt suchen wir also
Perzius Loche am diamantenen Fingerhut. Und den werden wir beim nächsten Mal aufsuchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like, dann ein Abo. Und ein langes Spiel geht beim nächsten Mal weiter. The serpent lights the ancient sky, a thread of tainted stars. Evil stars.